von Zartheit her und vom Geschmack her ist das Österreicher. Ob das dunkel oder hell ist, auf jeden Fall gleich gut und auf jeden Fall sehr gut. Vom Weichsein her unterscheidet sich dunkel-hell überhaupt nicht. Es ist alles sehr zart. Nur beim Anschnitt sieht man den großen Unterschied in der Farbe. Das ist das Niederländer, was wir probiert haben. Das ist auch sehr weich und ist im Geschmack vielleicht ein wenig leerer. Meines Erachtens hat das Dunkle mindestens einen guten Geschmack, vielleicht eher sogar ein bisschen mehr Geschmack. Es kann auch sein, dass die Kälber ein wenig älter werden und durch das die Fleischreifung und die was an Nahrung aufnehmen, dass sie das im Fleischgeschmack auswirkt. Das ist seit eh und je im Kopf, dass das Fleisch vom Kalb hell sein muss. Und wir sehen das bei uns in die Eigengeschäfte. Wenn da ein dunkles Kalbfleisch neben einem Rindfleisch liegt, da ist der Unterschied einfach zu wenig groß. Und da meint jeder, dass das schon ältere Kälber sind oder dass kein Kalbfleisch mehr ist. Und es ist einfach immer das, ein Kalbfleisch muss hell sein. Man erklärt das den Kunden im Verkauf, aber es wird sehr wenig akzeptiert oder verkostet. Die Leute kosten das gar nicht, glaube ich. Entweder kein Kälber gemästet oder sie kennen früher angestochen, meines Erachtens. Wenn man es von den Tiertransporten und von denen wegbringen will. Die Tiertransporte werden wir in dem Sinne nie vermeiden können, weil die Kälbermassen viel zu viel sind. Die bringen wir bei uns da nicht weg.